Ja, wunderschönen Abend, meine lieben From Software-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von From Software's Finest, wo wir immer einen Boss aus Elden Ring gegen einen anderen legendären From Software-Boss antreten lassen, um herauszufinden, wer von den beiden der bessere ist. Es werden immer 5 Punkte verteilt und die sind: erstens, wer hat die bessere Lore von den beiden? Zweitens, wer hat den sickeren Boss-Move? Drittens, wer hat die bessere Musik? Viertens, wer von den beiden hat eigentlich die bessere Boss-Area? Und fünftens, wer ist das bessere Gesamtpaket? Und in der letzten Episode haben wir schon eine richtige Knallerpartie gehabt. Wir haben Sklavenritter Gale gegen General Radahn behandelt und Sklavenritter Gale hat gegen Radahn mit 4:3 verdient gewonnen und ist der erste Sieger dieses Battles. Und heute haben wir eine Partie, die was ähnlich groß ist. Wir haben Malekith, die schwarze Klinge, gegen Ludwig, den Verfluchten, / Ludwig, die heilige Klinge. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, Leute, diese Punktevergabe ist rein meine objektive Meinung. Ihr könnt natürlich ganz eine andere Meinung haben. Ich wäre euch dankbar, wenn es mir eure Meinung, eure Punkteverteilung in die Kommentare schreibt. Aber bevor wir jetzt lang quatschen, legen wir direkt los mit Punkt 1. Als damals bekannt wurde, dass es in Yharnam ein Wundermittel gegen alle Krankheiten gibt, war die Aufregung groß. Aus allen Ecken und Enden sind die Menschen nach Yharnam eingetrudelt. Sie wollten das Blut der heilenden Kirche, ein Wundermittel, das was jede Krankheit sofort heilen kann. Und schnell war klar, dieses Wundermittel ist der Tod für all diese Menschen. Denn all jene, die was diese Blutkur zu sich genommen haben, wurden zu furchtbaren Bestien. Und aus diesem Grund wurden die Jäger eingeführt. Menschen, die noch bei klarem Verstand sind und die den Auftrag hatten, die Straßen von Yharnam von diesen Monstern zu säubern. Sie haben gemordet, sie haben getötet und einige haben das nicht nur aus Notwendigkeit getan. Ludwig, die heilige Klinge, war einer dieser Jäger, eitel und voller Selbstvertrauen. Ludwig, immer auf seinem Pferd gesehen, war eine absolute Führungspersönlichkeit. Und schnell hat sich herauskristallisiert, dass er mehr war als ein gewöhnlicher Jäger. So wurde Ludwig zur absoluten Legende unter den Jägern und den Bewohnern von Yharnam. Doch die Situation in Yharnam ist eskaliert. Die Menschen, die einst nur noch Hilfe strebten, wurden immer mehr. Die Straßen waren voll mit diesen Monstern. Und ganz schlimm hat es Kleriker getroffen. Kleriker wurden zu den furchtbarsten und abscheulichsten Bestien. So treffen wir auch auf der großen Brücke von Yharnam die Klerikerbestie. Und da sehen wir das erste Mal den Unterschied von einem mutierten Kleriker zu einem mutierten Bürger. Es war gewaltig, es war riesengroß. Und Ludwig war ein Kleriker. Und schnell wurde klar, dass die Waffen, was German anfertigte, nicht mehr reichen, um solchen großen Bestien gegenüberzutreten. Und so wurde Ludwig abgezogen von German, um Waffen zu bauen, die Bestien mit ein, zwei Schlägen töteten. Ludwig wurde offiziell einberufen, ein Jäger der Kirche zu werden. The Healing Church and the Blood Ministers who belong to it were once guardians of the hunters in the times of the hunter Ludwig. They worked and forged weapons in their unique workshop.
Und er hat keinen enttäuscht. Er hat brachiale, brutale Waffen geschaffen und war bereit, die großen Bestien zu jagen. Die wohl berühmteste Waffe, die was Ludwig gefertigt hat, war Ludwigs heilige Klinge. Ein Schwert, das was Bestien mit 2-3 Hieben sofort getötet hat. Seine Legende wuchs und er war der berühmteste und legendärste Jäger, den was man jemals in Janam gesehen hat. Und so hat es nicht lang gedauert, bis Ludwig Schüler ausgebildet hat, ja wahrhaftige Krieger, die er selbst Spartaner nannte. Nur die besten und nur die stärksten Schüler durften unter ihm jagen. Und sehr schnell waren die Holy Blades, wie sie sich genannt haben, gefürchtet in Janam. Allerdings gab es eine Waffe, die was ansonsten kein zweiter besaß. Eine Waffe, die nur Ludwig diente. Eine Waffe, die seine größte Stärke und gleichzeitig seine größte Schwäche war. Und es wird jene Klinge sein, die ihm schlussendlich das Leben kostet. Das heilige Mondlichtschwert. Ein Schwert, wie man es noch nie zuvor sah. Dieses Schwert hat Ludwig tief in den Wurzelkelchen gefunden. Und es war sofort klar, dass eine ganz besondere Bindung zwischen dem Schwert und Ludwig entstanden ist. Dieses Schwert sollte fortan nur ihm dienen. Und er bezog eine unfassbare Stärke aus diesem Schwert. Stellt sich bitte so eine Jagd vor. Man zieht in der Nacht raus. Blutgeruch liegt in der Luft. Jeder normale Jäger hat Angst gehabt. German hatte Angst. Ludwig hatte Angst. Er hat gewusst, dass wenn ihn der Blutfluch erwischt, er zu einer absolut grausamen, grässlichen, viel größeren Bestie wird, als alle anderen Bestien es je waren. Und vor dem hatte Ludwig Angst. Und das war gut so, denn Angst ist wie so oft im Leben nichts Verkehrtes. Und das war ganz wichtig, dass auch diese brutalen Jäger Angst hatten. Denn so konnten sie sich nie selbst überschätzen und waren immer vorsichtig und bedacht und konnten unversehrt von der Jagd zurückkehren. Und Ludwig hat nicht nur das Mondlichtschwert in den Kelchen gefunden, er hat auch die Rune Führung gefunden. Und wenn wir uns dort den Text durchlesen, dann wird einiges klar. Eine Carol-Rune, die zusammen mit dem heiligen Mondlichtschwert vom alten Jäger Ludwig entdeckt wurde. Als Ludwig seine Augen schloss, sah er Finsternis oder vielleicht auch das Nichts. Und dort entdeckte er die winzigen Lichtwesen. Ludwig war sich sicher, dass diese verspielten, tanzenden Geister Führung boten und ihm seine Ängste nahmen, zumindest im Eifer der Jagd. Diese Lichtwesen, von denen hier die Rede ist, sind die Lichtwesen, die das heilige Mondlichtschwert umhüllen, selbst für unser Spieler sehr gut sichtbar. Und jene Lichtwesen sollten ab sofort Ludwig immer die Angst nehmen. Sollte auch nur ein Funken Furcht aufkommen, warf er einen Blick auf die Klinge, auf die Lichtwesen, die ihn sofort aller Ängste beraubten. Und Ludwig wird so tatenfähig sein, wie man es noch nie zuvor auf einer Jagd gesehen hat. Und so wurde er auch in besonders bestialischen Jagden zum absoluten Berserker. Kaum kam Furcht auf, warf er einen Blick auf die Mondlichtklinge, auf die kleinen Lichtwesen und die Angst verflog. Doch er hatte nicht nur Freunde, er hatte Feinde. Feinde, die ihn als bestienbesessenen Narr abstempeln, der nur noch die Jagden im Kopf hat. Feinde, die früher Freunde waren und ihm den Rücken kehrten. Die Klinge habe ihn verändert, meinten sie. Und wir kommen zu jener Nacht, die Ludwig schlussendlich das Leben kostete.
Es war die bis dato grausamste Jagd und er ist über sich hinausgewachsen. Er war im absoluten Blutrausch. Mit dieser Klinge im Rücken, die ihm jede Furcht nahm, ein Blick auf die Klinge genügte und Ludwig war erneut in der Lage, Massen an Gegnern zu töten. Und das wird sichtbar, wenn wir in die Old Hunters uns den letzten Aufenthaltsort von ihm nähern. Der ganze Albtraum des Jägers ist mit einem Fluss aus Blut bedeckt. Dieses ganze Blut ist alles von Ludwig der heiligen Klinge vergossen worden. All diese gehäuteten Leichen wurden von ihm abgeschlachtet und brutal ermordet. Ludwig erlag in dieser Nacht dem Blutfluch und seine Kollegen, seine Schüler, die was mit ihm auf der Jagd waren, haben eine Transformation gesehen, wie sie es bis dato noch nie gegeben hat. Schülern gefror das Blut in den Adern, als sie sahen, wie Ludwig die heilige Klinge, wie ihr Held, wie ihr Vorbild, ihr Mentor mit seinem Pferd verschmolz. Er war fortan Ludwig der Verfluchte. Die heilige Klinge ist Geschichte. Der Blutfluch hat ihn weggerafft und die Jäger wandten sich ab. Und so wurde er zurückgelassen im unterirdischen Leichenhaufen, wo er jede einzelne Leiche selbst zu verantworten hat. Und wenn wir den Fluss aus Blut durchqueren und uns dieser Boss-Arena nähern, dann sehen wir mit eigenen Augen, was aus ihm geworden ist. Und die Geschichten waren alle untertrieben. Ludwig ist eine hässliche Bestie geworden. Eine Bestie, die nichts Menschliches mehr in sich hat. Und er will nur eines, uns töten. Und unser Spieler ist klar, wir müssen ihn erlösen. Ludwig muss sterben, denn das hat er sich verdient. Doch dann passiert etwas Faszinierendes. Mitten im Kampf bricht er zusammen und er verspürt etwas, was er schon Jahre nicht mehr verspürt hat. Angst. Und was hat Ludwig getan, wenn er Angst hatte? Die folgende Szene lasse ich unkommentiert. Ah, you were at my side all along. My true mentor, my guiding moonlight. Ein letztes Mal nimmt die heilige Mondlichtklinge Ludwig die Furcht. Und es ist so, als wäre er nie weg gewesen. Und selbst der Bossname ändert sich. Wir kämpfen gegen Ludwig die heilige Klinge.
Wenn wir den Kampf beendet haben, finden wir seinen abgetrennten Kopf im Eck des Leichenhaufens. Und es liegt jetzt an uns, ihm die Wahrheit zu sagen oder ihn zu belügen. Tell me, good hunter of the church, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Wenn wir Ludwig die Wahrheit sagen und ihm erzählen, dass seine Schüler nicht die tapferen Krieger sind, die er ausgebildet hat, sondern dass seine Schüler zum Großteil alle tot sind, dann gibt er seinen größten Kritikern recht, indem er sagt: Oh my! Just as I feared, then a beast-possessed degenerate was I. As my detractors made eminently clear. Wenn wir uns aber dazu entscheiden, Ludwig anzulügen, damit er einen schönen letzten Gedanken hat und ihm sagen, dass seine Schüler noch immer diese Spartaner sind, die er ausgebildet hat, dann bekommen wir einen wirklich herzzerreißenden Dialog. Die letzten Worte von Ludwig der Heiligen Klinge, dieser großen, ehrfurchtvollen Legende. Tell me. Good hunter of the church, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Ah, good. That is a relief. To know I did not suffer such denigration for nothing. Thank you kindly. Now I may sleep in peace. Even in this darkest of nights, I see the moonlight. Und das war der tragische Aufstieg und der tragische Fall von einem der größten Helden, die was Bloodborne zu bieten hat. Ludwig, die heilige Klinge, der was für immer ein Held bleiben wird. Die höheren Götter konnten die Erde nicht betreten. Und so wurden sogenannte Himmlische ausgewählt. Himmlische, die den Willen dieser Götter auf der Erde vertreten. Und Marika akzeptierte den höheren Willen. Und so wurde sie das Gefäß des Elden Rings. Doch all diese Gefäße brauchten einen Stellvertreter. Jemanden, der was im Schatten handelte. Jemanden, der was nicht im Vordergrund war und der was dennoch große Verantwortung hatte. Und wenn ich euch jetzt erzähle, dass Malikev, die schwarze Klinge, hauptverantwortlich für alle Geschehnisse in Elden Ring ist, dann lüge ich euch nicht an. Als damals bekannt wurde, dass der aggressive Malikev der Schatten von Marika werden sollte, da war der Gegenwind groß. Niemand wollte, dass er auch nur irgendeine Aufgabe übernahm. Denn er war vor allem für eines bekannt, für sein Gemüt, das war stets aggressiv, stets launenhaft und immer brandgefährlich war. Ja, er war unbeliebt aufgrund seines Verhaltens. Aber dennoch hat er ein reines Herz gehabt. Die Stimmen gegen ihn wurden laut und viele fragten sich, warum gerade er diese Aufgabe erlangt hat. Warum jemand, der was seine eigenen Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Die Antwort des höheren Willen war deutlich. Malikev war ein unfassbar treuer Gefährte. Er hat Marika sein ganzes Leben lang die Treue geschworen und bis zu seinem Tod sollte dieses Versprechen nicht brechen.
Doch Marika mochte ihren Halbbruder nicht. Ja, sie hasste ihn sogar aufgrund seines Wesens. Und das ganze Leben lang war er nur darum bemüht, dass seine Halbschwester ihn genauso liebt, wie er es tut. Als er zum Stellvertreter ernannt wurde, sah er endlich die große Chance und die große Gelegenheit, Marika beweisen zu können, dass er ein verlässlicher, loyaler Freund ist. Und er sah die große Chance, dass sie vielleicht das Gute in ihm sieht, die Loyalität, die Treue und dass sie ihn endlich akzeptiert und mag, wie er ist. Doch sie war durchtrieben und wollte von ihm nichts wissen. Bis zu jener schicksalshaften Nacht, wo die Rune des Todes entfernt wurde. Und dann wurde Malikev plötzlich interessant. Sie beauftragte ihn mit der undankbarsten Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Er soll den Tod bewachen und er wird fortan als der Wächter des Todes bekannt sein. Niemand würde so eine Aufgabe annehmen. Niemand würde sich diese Bürde auferlegen. Malikev liebte Marika und er zögerte keine Sekunde und verbarg den Tod tief in seiner Klinge. Und von diesem Tag an war der ohnehin unbeliebte Malikev gefürchtet. Denn nur er konnte Halbgöttern das Leben nehmen. Nur durch seine Klinge konnten sie sterben. Und er wurde gemieden wie nie zuvor. Und all das tat er aus Hingabe zu seiner Halbschwester. Jahrelang bewachte er den Tod, ohne Fehler und ohne Makel. Und nicht einmal kam Marika ihn besuchen. Er war die ganze Zeit allein, gebunden an dieses Schicksal, das was ihm auferlegt wurde. Rani wandte sich gegen die Goldene Ordnung und sie war gewillt, Malikev den Tod zu stehlen. Und sie hat es tatsächlich geschafft. In jener Nacht stahl Rani ein Fragment der Rune des Todes aus Malikevs Schwert. Sie befahl, Dolche in diesem Fragment zu tränken und befahl den Mord an Marikas geliebtesten Sohn, Godwin. Godwin wurde in jener Nacht ermordet durch ein Teil der Klinge von Malikev, derjenige, der auf diese Klinge aufpassen sollte. Godwin starb und Marika zerstörte den Elden Ring. Malikev war zerfressen von Schuld. Er, der mit dieser Aufgabe genau das Gegenteil erreichen wollte, er war indirekt dafür verantwortlich, dass der geliebteste Sohn seiner geliebten Halbschwester ermordet wurde. Er scheiterte bei der einzigen Aufgabe, die ihm jemals anvertraut wurde. Malikev konnte damit nicht leben und so begab er sich ins Exil. Dies führte zu einer folgenschweren Entscheidung, die er traf. Er versteckte die Klinge in sich selbst. Niemals wieder sollte auch nur irgendjemand ein Fragment dieses Schwertes stehlen. An besonders einsamen Nächten hat er in den Himmel geheult. Er hat in den Himmel geheult und gehofft, dass Marika ihn erhört. Jede Nacht. Vergebens. Er wird Marika nie wieder zu Gesicht bekommen. Und alle Ereignisse in Elden Ring sind auf diesen Fehler zurückzuführen. Doch das war ihm alles egal. Ihm ging es nur um die Liebe seiner Halbschwester, die er für immer durch seinen Fehler verloren hatte. Thou who approachest destined death, I will not have it stolen from me. Nie wieder sollte sich irgendjemand ein Fragment dieses Todes stehlen.
Dafür kämpfte er. Der letzte Sinn, den er in seinem Leben hat. Dieses Fragment wird an keinen anderen gehen, solange er lebt. Und als er bemerkt, dass wir als Spieler ihm die Stirn bieten, trifft er eine folgeschwere, furchtbare Entscheidung. Malikev bedient sich seiner alten Klinge, der Klinge, die was sein Leben zerstört hat, die was all dieses Unglück zu verantworten hat, und wir bekommen seinen ganzen Zorn zu spüren. Voller Wut und voller Verzweiflung erzielt Malikev im Kampf Höchstleistungen. Er ist aggressiv, er ist wütend und vor allem ist er traurig. Und bis zu seinem Tod denkt er an seine geliebte Halbschwester. Denn wenn wir nach einem harten Kampf sein Leben beenden, ist der letzte Satz, den er sagt: Vergib mir, denn mehr wollte er nicht. Alle Ereignisse waren ihm egal. Er wollte nur eines: Vergebung. Und er starb, ohne diese Vergebung erhalten zu haben. Und das waren die Geschichten von Malikev, der schwarzen Klinge, und von Ludwig, der heiligen Klinge. Am ersten Blick zwei Geschichten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Malikev, ausgestoßen und verachtet, Ludwig respektiert und verehrt. Aber beide haben ein Schwert gehabt, was ihnen schlussendlich das Leben gekostet hat. Und ich persönlich glaube, dass die Geschichte von Malikev noch nicht auserzählt ist. Es kommen sicher noch DLCs, die was mehr Aufschluss geben. Dennoch gebe ich meinen Punkt an die Geschichte von Ludwig der Heiligen Klinge, weil dieser Aufstieg und Fall mich eigentlich schon seit Jahren berührt und das einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus dem From Software Universum ist. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass beide Geschichten unfassbar sensationell sind. Und so sind wir beim zweiten Punkt angelangt. Wer von den beiden hat den sicheren Boss-Move? Und da hat in der letzten Ausgabe Radahn gewonnen. Und wenn sich vielleicht nur wer fragt, was ist mit Sixter Boss-Move gemeint? Es geht um einen Move, der was einen epischen Kampf noch mehr ein bisschen epischer macht. Sprich, diese eine Attacke, wo man sich einfach denkt, wow. Wow. Sicke Attacke quasi, das ist damit gemeint. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal gegen Malikev gespielt habe und das erste Mal in die zweite Phase gekommen bin. Naja, das kann ich gar nicht sagen, weil ich glaube, die ersten 5-6 Mal habe ich die zweite Phase genau nur 3 Sekunden gesehen und das war alles andere als sick. Aber dann, als Malikev das erste Mal in die Höhe gestiegen ist, und er diese Wellen aus seinem Schwert zu uns ballert. Das ist, glaube ich,
einer der sickesten Sachen, was ich persönlich je gesehen habe. Der Kampf gegen Erm in der zweiten Phase ist ohnehin einfach nur richtig, richtig krank inszeniert. Aber eben diese eine Attacke, wo er immer wieder in die Höhe steigt und er diese Dreier-Kombo aus den Wellen macht, die aus seinem Schwert kommen, das ist wirklich so unfassbar sick. Und da geht mir als FromSoftware-Fan einfach das Herz auf. Genau für solche Bossfights liebe ich Miyazaki und sein ganzes Team. Und bei Malekith haben sie meiner Meinung nach den zweitsigsten Move von Elden Ring nach Radahn gemacht. Also ich habe das wirklich absolut krass gefunden. Und da hat Malekith auf jeden Fall schon mal richtig gut vorgelegt. Und bei Ludwig habe ich tatsächlich lange überlegen müssen. Wer mir ein bisschen kennt, weiß, ich verehre den Pferdekerl und muss wirklich sagen, dass ich zwei Attacken von Ludwig ganz besonders nice finde. Das hat jetzt nichts mit dem Kampf selbst zu tun, die sind beide episch inszeniert und da reden wir später drüber. Wir reden von einer gewissen Attacke und ich glaube, ich bin der einzige Fan von dieser Attacke. Es ist diese Dash-Attacke in der ersten Phase, die was dich one-hittet. Wo er mit seinem Kopf so und er dann noch vordasht und wenn du nicht rechtzeitig noch links ausweichst, dann bist du One-Hit bei dieser Attacke. Und Ludwig hat sowieso ein Portfolio an guten Attacken, aber eine Attacke, die was ich persönlich auch natürlich richtig episch finde, das ist die Attacke, wo er in der zweiten Phase das Mondlichtschwert hebt und wenn man es nicht rechtzeitig schafft, dass man hinter ihn kommt, dann hat man ein ziemlich großes Problem, würde ich einfach mal sagen. Also die Attacke ist wirklich sick und ich kann mir ja gar nicht entscheiden, welche Attacke von Ludwig ich am allersicksten finde, weil der ganze Bosskampf so geil ist. Aber dennoch geht mein Punkt in dieser Runde an Malekith. Denn wie gesagt, wenn er da in die Lüfte steigt und uns diese Wellen entgegenschickt, dann ist es einfach unfassbar sick und das hat mich einfach unfassbar umgehauen, weil die Arena das noch dazu so richtig nice macht, wo er auf diese Türme raufspringt. Richtig, richtig cool und der Punkt geht knapp, aber doch an Malekith. So ehrlich muss ich einfach sein, diese eine Attacke hat mich persönlich einfach weggeblasen und aus diesem Grund hat sich Malekith diesen Punkt einfach verdient. Wir sind beim nächsten Punkt angelangt und das ist die Bossmusik. Kein epischer Bosskampf ohne epischer Bossmusik. Und wenn wir da von From Softwares absoluten Top-Tier Bossmusiken reden, dann reden wir zum Beispiel von Ornstein und Smaug. Oder wir reden von Schwester Friede. Lawrence, der erste Vikar. Und natürlich auch Lady Maria. Und jetzt hören wir uns mal die Bossmusik von Malekith an. Thank you.
Und ich muss wirklich sagen, ich liebe diesen Soundtrack. Das ist eine unfassbar gut gewählte Bossmusik. Das hat irgendwie so einen finalen Charakter und die ganze Lore von Malikev passt irgendwie mit dieser Musik zusammen. Man spürt irgendwie da eine Verzweiflung raus und ich muss echt sagen, ich bin verdammt großer Fan von diesem Track. Was From Software da wieder gezaubert hat, spielt wirklich weit oben mit. Aber gegen Ludwig kann man nicht gewinnen. Die Bossmusik von Ludwig den Verfluchten und Ludwig der Heiligen Klinge ist für mich persönlich einer der besten Bossmusiken aller Zeiten. Aktuell fällt mir da nur German ein, wo ich sagen würde, die ist besser. Denn wenn man die Geschichte von Ludwig kennt, die Tragödie und den Fall dieses Helden und dann zum finalen Kampf geladen wird, dann könnte dieser nicht dramatischer und besser inszeniert sein. Und da kann man mit mir auch nicht diskutieren. Für mich ist diese Bossmusik von Ludwig ein absolutes Meisterwerk. Selten wurde ein Bosskampf so unfassbar gut unterstrichen. 2:1 für die Heilige Klinge. Als nächsten Punkt schauen wir uns die beiden Boss-Locations an. Und wenn man gegen einen Boss kämpft, ist es ja gar nicht so leicht, dass man sich auf das Ambiente konzentriert. Man sieht natürlich gleich, ist die Arena super oder taugt die gar nichts, wie zum Beispiel von Ziegendämon. Und da muss ich wirklich sagen, ist die Boss-Arena von Malikev ein absoluter Augenöffner. Das ist einer der kolossalsten und epischen Bossarenen, die was ich persönlich kenne. Wenn man nach dem Bosskampf noch eine kleine Runde geht, dann nimmt man mal das ganze Ambiente wahr. Blickt man nach oben, sieht man diese Drachen fliegen, diese schwebenden Trümmer und die Tornados im Hintergrund. Das Ganze, unterlegt mit dieser Chormusik, ist für mich persönlich ein absolutes Meisterwerk. Diese Bossarena ist unfassbar kolossal und episch inszeniert. Und für mich ist das Fantasy pur. Das ist einer der besten Boss-Arenen, die was From Software designt hat. Ganz klar ist einer der besten Boss-Arenen. Und wenn man einen zweiten Blick riskiert, sieht man teilweise eingemauerte Malikevs. Wenn man es genau ansieht, dann sieht man, dass das eindeutig er sein soll. Ich habe leider nichts zur Lore gefunden, ich habe so viel nachgeforscht. Aber ich bin mir sicher, da kommt noch einiges im DLC. Aber was ich mir gedacht habe, ist, wenn man vorne da diese Statue sieht, wo diese Dame mit den drei Wölfen sitzt, das habe ich euch vorher nicht erzählt in der Lore-Geschichte, die Stellvertreter, was ausgewählt werden, was in dem Fall Malikev für Marika war, das waren meistens tierische Wesen, meistens wolfartige Wesen und aus diesem Grund hat er einen großen Vorteil gehabt. Und das symbolisiert praktisch diese Statue wahrscheinlich. So kann es mir ich halt vorstellen, genau weiß ich es nicht. Alles in allem ist es meiner Meinung nach die beste Boss-Location aus Elden Ring, die schönste Boss-Location aus Elden Ring und ich habe selten sowas Kolossales, Erschlagendes und Episches gesehen. Und jetzt kommen wir zur Boss-Arena von Ludwig. Der unterirdische Leichenhaufen und es könnte nicht gegenteiliger sein, oder wie man das sagt. Das ist für mich das krasse Gegenteil zu der Bossarena von Malikev, aber das heißt nicht, dass ich es schlecht fände, ganz im Gegenteil. Ich fände das so dreckig und ich fände das so richtig gut gemacht. Man sieht dort dieses Blut auf dem Boden, massenhaft Leichen, einige leben sogar noch. Man merkt richtig, das ist schimmlig, na, das ist feuchtlat, würde man sagen in Österreich, feuchtlat. Und beim Spielen gegen Ludwig hat man direkt diesen ekligen Blutgeruch in der Nase. Das ist Horror pur. Dieser gefühlt enge Raum, na, für das, dass Ludwig circa so groß ist wie Malikev,
ist die Boss-Arena viel kleiner. Trotzdem fühlt sich der Kampf immer fair an. Das ist für mich genauso wie die Malekith-Boss-Arena ein absolutes Meisterwerk. Nur dazu, weil ich da die Lore dazu kenne, weil dieser Blutfluss von Ludwig selbst vergossen wurde und die ganzen Leichen da drinnen er getötet hat und er da in dieser Suppe da verweilt. Das finde ich so bedrückend und richtig geil gemacht. Also ich bin riesen Fan von dieser Boss-Arena. Und darum fällt es mir so schwer, dass ich da eine Entscheidung triff. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich nie wieder ein Unentschieden mache, weil das hat ja keinen Sinn. Und darum muss ich mich für eine Boss-Arena entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es irgendeine Sache, wo ich sagen kann, das ist negativ und darum gewinnt die andere. Und ja, es gibt eine, weil jedes Mal, wenn man zum Ludwig rennt, rennt die depperte Hex da nach und die bockt die und haut da mit ihren Löffel in den Schädel ein. Und das nervt, weil man kann sich nicht gescheit buffen vor einem Ludwig, man kann keine besten Bluttabletten nehmen, man muss schnell in die Boss-Arena. Ich weiß, hat nicht wirklich was mit der Boss-Arena selbst zu tun. Für mich persönlich reicht's, dass ich sagen kann, dieser Punkt geht an die epische, kolossale, augenöffnende Boss-Arena von Malekith, obwohl ich beide unfassbar geil finde. Und wir kommen zum letzten und entscheidenden Punkt. Wer von den beiden ist das bessere Gesamtpaket? Und da muss ich kurz erklären, was verstehe ich unter Gesamtpaket? Darunter verstehe ich, welcher Boss ist besser inszeniert? Welcher Boss ist besser designt? Gibt den meisten Spielspaß? Gibt da die größte Herausforderung? Denn das ist einmal ganz ein wichtiger Punkt. Welcher hat die beste Balance? Welcher gibt da das beste Gefühl nach dem ersten Mal killen? Malekith ist meiner Meinung nach einer der best inszenierten Bosse aus Elden Ring. Mir fällt da aktuell nur Radahn ein, der was von der Inszenierung her sogar noch ein bisschen drüber sein könnte. Aber wenn man Elden Ring spielt und vielleicht vorher schon den besten Kleriker bei dieser Quest trifft, Gurang, und ihm die Todeswurzeln bringt, dann baut man so eine Art Beziehung auf und man hat noch keine Ahnung, dass das Malekith ist. Und dann kommt man da in dieses zerfallene Pharum Azula und man kämpft dann eben gegen diesen besten Kleriker. Und da ist mein kleiner erster Kritikpunkt, dass die erste Phase mir vom Malekith-Fight jetzt nicht unbedingt gut gefällt. Für mich ist die eigentlich mehr dazu da, um die zweite Phase zu unterstreichen. Und das ist super gut gelungen, denn der Wow-Effekt, wenn sich Malekith das erste Mal in seiner vollen Pracht in dieser epischen Rüstung zeigt, ist absolut gelungen. Na, weil wir eben diesen NPC schon länger kennen, dann denken wir uns einfach, das war die ganze Zeit dieser absolut irre Malekith und das ist einfach sensationell inszeniert. Das ändert aber nichts daran, dass ich die erste Phase eigentlich als recht nervig empfunden habe irgendwann, wenn man einfach nur zu Malekith will. Und da kommt mein erster kleiner Kritikpunkt. Die erste Phase ist viel zu leicht. Und die zweite Phase, die steigt von der Schwierigkeit so krass an, dass man oft nur 3-4 Sekunden drin ist in den Kampf und dann muss man schon wieder gegen die erste Phase kämpfen. Und da finde ich die Balance nicht ganz gut. Da wäre es persönlich meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn man Malekith genauso schwer lässt, wie er ist in der zweiten Phase, aber ihm vielleicht einen separaten Lebensbalken spendiert. Man besiegt den besten Kleriker in der ersten Phase ganz normal und dann kann man immer zu Malekith gehen. Es ist zwar komplett untypisch für From Software, in dem Fall hätte es aber für mich Sinn gemacht, weil er sich ja endgültig trennt von seiner alten Form und sich entscheidet, den Schicksalstod anzuwenden. Drum hätte Malekith eine ganze Lebensleiste gegeben, nicht eine halbe, eine ganze und ihn als separaten Boss in diesen Raum gesetzt. Das ist mein einziger kleiner Kritikpunkt. Und an der zweiten Phase kann ich überhaupt nichts kritisieren. Ich liebe die zweite Phase. Sie ist genau diese Herausforderung, was ich als Souls-Veteran solo brauche.
Ich rede jetzt gar nicht von den Aschen und von Magie und so weiter und so fort. Ich rede jetzt von meiner Erfahrung im 1 gegen 1 war das eine richtige Challenge. Und Malikev war für mich auch im ersten Durchgang der schwerste Boss aus Elden Ring. Die zweite Phase, wie gesagt. Die erste ist easy as fuck. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber von der Inszenierung her könnte das fast nicht besser sein. Dieser Wow-Effekt, dass Malikev der Bestienkleriker ist, diese Transformation und wenn man die Geschichte kennt, dass er sich dieser Klinge bedient, die was er eigentlich in sich selbst versteckt hat. Dann mit dem tragischen Hintergrund, dass Marika ihm nicht verzeiht und er eigentlich nur aus Wut und Trauer agiert, das fände ich schon richtig, richtig stark gemacht. Radahn zum Beispiel war viel zu leicht down. Malikev ist ein absoluter Endgame-Boss und der zeigt auch, was er drauf hat. Und ein weiterer Punkt, den was ich erwähnen muss, ist dieses fantastische Design. Malikev ist optisch mein Lieblingsboss aus Elden Ring. Dieser Boss schaut so unfassbar gut aus. Und wenn man ihn besiegt hat, kann man auch seine Bossrüstung tragen. Und das ist die schickste Rüstung aus dem ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Ich liebe das Design von Malikev. Eine glatte 10. Und folgendes, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich keinen wundern. Ludwig der Verfluchte, / Ludwig die Heilige Klinge, ist der best inszenierte Boss, den was ich jemals bekämpft habe. Es ist From Softwares absolutes Meisterwerk. Und da spreche ich von jeder Facette, die dieser Kampf zu bieten hat. Das Foreshadowing. Ihr müsst euch folgendes denken. Ludwig ist ein Boss aus dem DLC. Im Hauptspiel wurde er nicht vertreten. Was vertreten war, waren die ganzen Hinweise auf Ludwig. Es hat die heilige Klinge von Ludwig gegeben. Es hat Ludwigs Schusseisen gegeben. German hat oft über Ludwig gesprochen. Beim Segen-Jägerabzeichen ist was über Ludwig gestanden. Und jeder, der was damals Bloodborne gespielt hat, war die ganze Zeit mit dem Namen Ludwig konfrontiert. Man hat ihn aber niemals zu Gesicht bekommen. Und viel später ist das DLC gekommen. Und man geht ins DLC rein und der erste Boss, nach circa 30 Minuten, ist dieser legendäre Ludwig der Verfluchte. Und das war damals sowas von dermaßen unfassbar sensationell, wenn man sich immer gefragt hat, wie ist Ludwig, wer war Ludwig und wo ist Ludwig? Und dann knallen die ins Old Hunters DLC. Nach 30 Minuten einen der schwersten Bosse aus dem Spiel rein, wo du mal sicher 3-4 Stunden hängst, weil er das so in die Pappen haut. Und ich werde nie wieder vergessen, wie ich Ludwig das erste Mal gekillt habe. Es war ein absoluter Thrill. Ich habe nicht gewusst, soll ich weinen vor Freude oder soll ich weinen, wenn man der seit 3 Stunden so in die Goschen haut. Ich wusste es nicht. Was ich wusste ist, dass ich unfassbar glücklich bin, dass so ein geiler Boss existiert. Und wenn man die Geschichte zu Ludwig kennt und dann gegen diese Bestie kämpft und dann miterlebt, wie er zusammenbricht, Angst verspürt und auf die Mondlichtklinge blickt. Da muss ich sagen, ist es das Beste, was ich jemals gesehen habe. Untermalt mit dieser Musik, die seinesgleichen sucht. Meiner Meinung nach ist Ludwig der best inszenierte Boss aller Zeiten. Das beste Gesamtpaket. Und viele werden sich fragen, ist für dich nicht der German der beste Boss aller Zeiten? Jaja, der German ist in meinem Herzen der beste Boss aller Zeiten. Und das wird er immer bleiben. Aus Gesamtpaket ist es einfach Ludwig. Ludwig und Sklavenritter Gael spielen von der Qualität her in der absolut selben Liga und ich sehe Ludwig da sogar vorne. Natürlich gibt es einen Artorias, Ornstein und Smaug, Nameless King, alles sensationelle Bosse. Für mich aber ist Ludwig das perfekte Gesamtpaket. Und ich habe so das Gefühl, wenn man Bloodborne spielt, von der ersten Sekunde an, spitzt sich alles zusammen auf diesen einen Moment, wenn man gegen Ludwig kämpft. Das ist das Highlight von Bloodborne für mich. Immer wieder.
Und darum geht dieser Punkt an Ludwig die Heilige Klinge. Und ihr habt es euch sicher gedacht, aber ich finde, Malikev hat ein verdammt gutes Match gespielt. Und das war das zweite Match, liebe Freunde, wo Ludwig sich mit 3:2 gegen Malikev die schwarze Klinge durchgesetzt hat. Ich finde, das war eine richtig coole Partie, die haben gut zusammengepasst. Und jetzt würde es mich interessieren, Freunde, was ist eure Meinung? Wie würdet ihr die Punkte verteilen? Was liebt ihr an die beiden Bosse? Was liebt ihr an die Geschichten? Welche Musik taugt euch mehr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und denkt immer dran, das ist nur meine Meinung. Alle denken anders und das ist gut so. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen netten Kommentar hinterlässt, weil das kostet nichts. In diesem Sinne, Prost, sauft's ein Bierchen. Euer Jack FromSoft.